Heute wird ein großer Tag, denn heute fahren wir beide endlich dahin, wo wir eigentlich hin wollen. Heute beginnt der Sims Roadtrip. Vorher waren wir nur in Miami, ihr habt die zwei vorherigen Vlogs gesehen. Und ja, heute fahren wir erstmal mit Uber oder Lyft oder keine Ahnung. Lyft. Wir fahren zum Flughafen Car Rental Center und da leihen wir uns unser Auto aus. Das Auto ist schon bezahlt, wir haben auch schon eine Bestätigung und alles in meiner Tasche. Und mal gucken, ob wir heute... keinen internationalen Führerschein. Wir haben keinen internationalen Führerschein, aber den braucht man auch gar nicht, lieber Simon. Die Frage ist, ob wir den Mustang bekommen oder ob wir ein anderes Auto bekommen, weil kein Mustang mehr da ist. Denn es wird nicht versichert, dass wir das Auto bekommen, was wir buchen. Nur ein Auto in der Klasse, ein gleichwertiges Auto. Also könnten wir auch ein Ferrari bekommen oder so. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir kriegen Lamborghini. Lamborghini Clumado. Und dann zahlen wir 50.000 Euro Spritkosten. Jedenfalls fahren wir durch Jacksonville nach Savannah. Dort wartet dann unser nächstes Hotel auf uns. Und das ist eine Fahrt von über 7 Stunden. Also bin ich mal gespannt, ob das alles klappt. Erst mal in einem fremden Land Auto fahren. Dann direkt 7 Stunden Fahrt. Jo moin, geht klar, würde ich sagen. Und ich würde jetzt auch sagen, dass wir einfach mal losgehen, weil wir sind schon ein bisschen spät dran. Wieder weitergefahren. Simon! Oh yeah! Simon! Patrick! Wir haben ein Auto! Wir haben Mustang! Na, ich weiß nicht, ob man uns hören kann. Er ist sehr laut und sehr windig. Na, wir sind immer noch in Florida, also in dem Bundesstaat. Wir fahren einmal durch ganz Florida durch. Ja. Vom südlichen Zipfel bis zum nördlichen. Ja, und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das hier. Das Auto ist geil. Muss ich sagen, macht Spaß zu fahren. Wir driven jetzt erstmal die Road in Blank. Drive. Falls ihr ein geiles sehen, halten wir mal an oder so. Wir wollen sowieso mal anhalten, gleich in einem Wendy's essen. Ich würde übel gerne mal in einem Wendy's essen. Und ja, ansonsten genießt die Aussicht. Wir sehen uns. Ciao! Einer von uns beiden hat die Sonnenbrille im Auto liegen lassen. Wer könnte das sein? Weiß nicht, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wer ihr glaubt, der es war. Wir fahren jetzt gar nicht mehr, denn wir sind gerade zu Fuß unterwegs. Und zwar hier. Im Fort Drum. Fort Drum. Fort Drum Plaza irgendwie. Das ist so wie bei uns Raststätten, nur sind die in der Mitte von der Autobahn. Was grundsätzlich Sinn macht, da muss nämlich nur eine bauen. Was aber wieder keinen Sinn macht, weil da musst du links abbiegen. Also hier wiegst du auf der Autobahn auch links ab. Das ist ein bisschen seltsam, aber naja, mal gucken. Aber hier gibt es auch fast keine Ausfahrten. Deswegen ist dieser Mittelteile irgendwie immer so auch die Möglichkeit, mal auf der Autobahn auf die andere Spur zu kommen. Ja, das ist übel seltsam hier alles. Leute, wir sind in Orlando. In Orlando sind wir. Wir müssen noch weiterfahren. Wir haben nämlich einen kleinen Umweg gemacht. Jedenfalls können wir von da aus dann direkt nach Savannah fahren. Da ist unser nächstes Hotel, aber vorher haben wir noch einen Zwischenstopp. Und zwar in Jacksonville. Sag mal, warum halten wir nicht an? Eigentlich wollten wir hier anhalten und ein bisschen Jacksonville erkunden. Aber weil wir so viele Stops gemacht haben, zwischendurch zum Tanken, einmal auf Klo, einmal da, haben wir uns entschlossen, einmal weiterzufahren. Weil so sind wir erst um 8:30 in Savannah und das wollen wir uns auch angucken. Da fahren wir nämlich gerade hin. Und das wird geil. 8:30, das heißt noch 2 Stunden fahren. Und jetzt, Leute, gibt es noch schnell ein Essen von Subway. Wenn wir gleich zu Hause sind, werden wir euch mal zeigen, was sich unter euch befindet. Im Warenkorb, der bereits bezahlt wurde. Also im Einkaufswagen, der uns gehört. Aber jetzt erstmal Fuhren. Ja, moin, es gibt eine kurze Roomtour aus unserem Savannah Hotel. Das ist unser Hotel von außen. Da steht unser Auto, which is nice. Hier haben wir quasi so ein Geländer und dann haben wir hier unseren Room nach 522. Da haben wir einen Simon, der ist in jedem Zimmer inbegriffen. Inklusive. Durch diese Tür sind wir gerade reingekommen, dann haben wir hier eine kleine Area, um Kleider aufzuhängen oder um zu bügeln, falls wir denn wollen. Wir haben auf der Seite eine Klimaanlage, Schrägstrich Heizung, die nicht so gut funktioniert. Da nochmal das Fenster, da haben wir gerade, ja, wir haben gerade von der anderen Seite rausgeguckt, da steht das Auto. Wir haben schöne Bilder auf jeden Fall am Start.
Und ja, das war's auch so ziemlich. Also das ist unser Room, den wir hier haben. Da ist einfach irgendeine Kommode. Hier haben wir einen Fernseher, das ist krass, dass wir einen Fernseher haben für den Preis. Diesen Lamp, noch ein Lamp und so ganzen Sachen. Dann steht hier unser Badezimmer. Hast gedacht? Ist im Zimmer. Also zumindest unser Waschbecken, was sich da unter uns befindet. Da. Und das ist das soweit. Hier eine Kulturbeutel, hier noch eine Mikrowelle und noch einen Kühlschrank. Und hier ist unser kleines Badezimmer mit einem Klo, alles sehr uninteressant. Und das war's aber auch, die Dusche ist scheiße. Aber das war's auch schon so ziemlich in unserem Hotel. Jetzt haben wir aber noch zwei Sachen vor. Erstens müssen wir nach Washington, denn das war erst die Hälfte der Strecke. Und zweitens wollen wir heute Morgen bei einem echten amerikanischen Diner frühstücken. Auch wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass ich gesagt habe, wir gehen zum Walmart und ihr habt nicht gesehen, was wir gekauft haben. Den Walmart Hall gibt's am Ende vom Video, wenn wir in Washington angekommen sind. Denn da können wir ausschlafen, denn am nächsten Tag haben wir Zeit, um in Washington rumzulaufen. Und da ist auch Halloween, oder? Ja, Halloween! Und ich hoffe, euch macht es jetzt Spaß. Mir macht es auf jeden Fall übel Spaß und bin sehr gespannt, was noch alles geht. Ich habe keinen Plan, ob der Ton von der GoPro irgendwie geil ist. Aber wir driven jetzt gerade nach Washington. Was geht das bei dir, Simon? Washington DC? Ich weiß nicht, ob man uns beide sieht. So sieht man mich safe, so sieht man Simon safe. So sieht man uns beide vielleicht ein bisschen. Oder ganz, ich weiß es nicht. Ohne Witz, manchmal verstehe ich die Amis nicht, ne? Also echt oft, aber hier an dieser Stelle besonders. Wir haben hier vor uns zwei Autos. Also wir stehen im Stau und wir haben zwei Autos. Einmal rechts, der vor uns, da vorne ist eine komplette Linie. Und einmal links und da ist links irgendwann die Straße gesperrt. Aber irgendwann ist nicht heute und auch nicht morgen und anscheinend auch nicht in 5 Jahren, denn da ist überhaupt nichts. Und der Typ fährt einfach nur, wenn der Typ vor uns fährt. Und er könnte halt easy weiterfahren, aber er macht's nicht. Warum? Warum fährt er nicht bis nach vorne? Simon. Vor allem, wir haben ihn schon 5-mal versucht reinzulassen. Er weigert sich einfach bei uns reinzufahren. Also er will auch nicht rein. Wir haben schon mindestens 5-mal haben wir ihm übel viel Platz gelassen, aber es hat ihn auch gar nicht interessiert. Ich dachte mir so, ja, bist du mal nett, lässt ihn rein. Aber nö, der will anscheinend so lange auf der linken Spur stehen, bis er ankommt. Wir sind übrigens bei Mile 88. Yeah. Zuppalan! Wir sind nach über 10 Stunden. Wir sind so fertig. Endlich in Washington angekommen, beziehungsweise vor Washington. Wir sind gerade in Alexandria, glaube ich. Da ist auch der Simon. Hallo! Hallo! Wir wollen einfach nur noch ins Bett. Wir haben diesmal sogar zwei getrennte Betten. Aber wir haben euch ja versprochen, noch einen kleinen Haul zu machen. Und zwar vom Walmart. Ich weiß nicht, wie dunkel das jetzt hier ist, ob man das vernünftig sehen kann. Ich mache hier mal das Fenster zu. Da steht unser Walmart-Einkauf. Amerika, das Land der Superlative. Wir haben uns erstmal Cornflakes geholt. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Wir haben ja retarded Einheiten hier drin. Die gehen ja nicht, kamen ja kein Liter oder Gramm oder Kilo. Aber wir haben eine Party-Size. Cookie-Kiste gekauft. Wo steht denn drauf, wie viel das ist? Nirgendwo. Ist denen egal. Dann haben wir gekauft, und ich zeige euch das zuerst, denn das haben wir schon geöffnet. Diese Family-Packung. Great Value. Hey. Von Zeug. Und da haben wir ein paar verschiedene drin. Wir haben unter anderem diese Tortilla-Chips. Wir haben nur Scheiße gekauft. Wir haben diese Tortilla-Chips hier drin. Das ist übrigens die Walmart-Hausmarke, ne? Great Value. Ah, krass. Ja, wir hatten diese Cornchips noch mit dabei. Dann haben wir diese, ne, die haben wir schon. Die Cheese Crunch, die ich mega ekler finde. Simon mag die aber. Er isst die. Simon isst die. Und wir haben die hier noch dabei. Also alles, das ist, Alter, Sour Cream and Onion. Nice. Dann haben wir hier natürlich auch wieder sehr gutes Food gekauft. Unter anderem diesen Kilogramm, oder was auch echt immer das ist, an verschiedenen Marken. Da ist ganz viel Kram drin. Alles. Bubblegum, No and Later Extreme Saw, Chew Lemonhead, Trolley Saw, Extreme Smarties, was weiß ich. Da ist vor allem, wir haben uns die Saw-Packung genommen, ne?
Warum eigentlich? Natürlich, wir sind im Land der Doritos. Doritos, Cheese Explosion mit Nacho Cheese, Jump Jack Cheese, Spicy Nacho und Four Cheese. Die habe ich ja nur gekauft, weil die aussehen wie meine Lieblingsnudeln. Stimmt gar nicht, meine Lieblingsnudeln sind andere, aber das ist egal. Dann natürlich brauchen wir noch was zu trinken. Wir haben 2 Gallonen. Was? Hast du eine Masse eigentlich? Wir haben 1 Gallone Arizona Eistee geholt. So, und das Ding ist, man muss es ja auch irgendwie wir trinken. Wir haben 2 Gallonen geholt. Wir haben 2 Gallonen geholt. Eine steht noch im Auto und wir haben 2 Gallonen Wasser. Und damit wir das trinken können, haben wir auch diese amerikanischen Becher geholt. Geil. Können wir uns direkt gleich das einschütten. Das ist cool, dass der stehen geblieben ist. Davon haben wir 30 Stück geholt. ja, und wir haben hier auf der Seite hier noch... Die wollte ich holen, weil ich diese Chips total geil finde. Und hier in Amerika haben die total geilen Geschmack. Bacon. Warum packen die überall Bacon? Ich möchte die probieren. Sie möchte auch einen probieren. Ja. Warum schmecken die wie Bacon? Die schmecken wie Bacon. Dann haben wir noch Steaks. Natürlich Bacon and Cheddar. Haben es nicht so gut überstanden, wie es sich anhört. Ja, haben wir auch mitgebracht. Und wir haben noch, das ist eigentlich das, was ich eben meinte, noch mehr Doritos. Aber diesmal welche, die Simon wirklich nicht mag, weil die mag er wahrscheinlich. Weil Simon mag kein Schaf. Das sind die Ranch Dipped Hot Wings. Wir haben Doritos, die noch Hot Wings schmecken. Das ist nur Proviant, den wir für die komplette Reise, also nicht nur heute und morgen, sondern die komplette Reise fürs Auto brauchen. Denn da wollen wir ja auch mal ab und zu ein bisschen was snacken. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir schon hier in dem Land sind, wo so viel Kram ist, nehmen wir das auch alles mit. Aber ich würde sagen, für heute gehen wir auch mal pennen. Und deswegen abschalten.